Wählen können ab der nächsten ÖH-Wahl 2015 alle ordentlichen ÖH-Mitglieder. Ordentliche ÖH-Mitglieder sind jene Studierende, die für ein Studium mit mehr als 30 ECTS-Punkten inskribiert sind. Außerordentliche Studierende sind jene, die für Studien mit weniger als 30 ECTS-Punkten eingeschrieben sind. Sie werden ebenfalls von der ÖH vertreten, haben aber kein Wahlrecht und müssen auch keinen ÖH-Beitrag einzahlen. Des Weiteren freuen wir uns enorm darüber, dass es nun das aktive und passive Wahlrecht für Studierende aus Nicht-EWR-Ländern gibt. Bisher waren Studierende aus Nicht-EWR-Ländern bei den ÖH-Wahlen nur aktiv wahlberechtigt. Das heißt, sie durften ihre Stimme zwar bei der ÖH-Wahl abgeben, sich aber selbst als Repräsentantinnen nicht aufstellen lassen. Jahrelang hat die ÖH-Bundesvertretung diese Ungerechtigkeit thematisiert und für ein passives Wahlrecht für Nicht-EWR-Länder-Studierende gekämpft. Nun sind auch die österreichischen Hochschulen im 21. Jahrhundert angekommen, in dem Bologna und Internationalisierung Standard geworden sind. Studierende werden nun unabhängig von ihrer Herkunft und gleichberechtigt in demokratische Prozesse mit eingebunden. Die ÖH zeigt damit vor, wie das Wahlrecht auf Nationalratsebene ebenfalls funktionieren könnte. Nach jahrelangen Kämpfen haben wir es geschafft, den rassistischen Normalzustand im Wahlrecht der ÖH zu überwinden und Partizipation für alle zu gewährleisten.